Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars das Erwachen der Macht. Ich habe die letzte Folge nochmal angeschaut wegen dem Thema Musik und ich muss sagen, es geht eigentlich mit der Lautstärke. Die ist jetzt nicht extrem leise, aber jetzt auch nicht zu laut. Von daher lasse ich sie jetzt erstmal an. Vielleicht mache ich sie dann später auch irgendwann nochmal aus, aber wir haben sie ja gerade neu bekommen, von daher lasse ich sie jetzt erstmal an und wir machen ein weiteres Level. So, die eigentliche Story hatten wir ja durchgehabt und ja, ich würde sagen, weil wir gerade schon bei der Stark in der Basis sind, machen wir auch gleich hier Flucht von Stark in der Basis. Da gibt es gar keinen roten Stein, nur 9 Minikits, die uns noch fehlen. So, 6, 3, okay. Nehmen wir diesmal den normalen Darth Maul. Oh, Yoda haben wir auch. Okay, da ist schon das erste Minikit, das wir ja schon gesehen hatten. Das ist Feld. Das Feld ist. Ich finde die Musik echt geil. Die macht einfach Laune. So, dann müssen wir auch noch irgendwo kommen. Achso, da ist eine Stufe. Ich kann da so nicht draufstehen. So, da ist noch so ein Ding dazwischen. Jetzt kann ich hier, glaube ich, drauf, ne? Ja. Kriegt mir der was? Kann ich den besiegen? Die tanzen einfach nebenbei. Ausdrücken kommt der ja auch hoffentlich durch, genau. Ich kann natürlich auch nicht einfrieren. Aber ich werde trotzdem mal schauen, was passiert, wenn ich das da wegmache da. Oh, ein imperialer Offizier. Was machst du? Ey! Oh, Yoda ist tatsächlich sogar schnell. Oh, hier ist auch noch eins versteckt. Das hätten wir auch schon kriegen können. Also beim Rollen ist er langsam. Oh, stinken, das tut. Aber der kämpft doch ein bisschen nervig. Oh, da komme ich auch wieder nicht durch. Oh, Alter, das kotzt mich auch mal an. So, ich war die Stelle, wo wir anfangs nicht weitergekommen sind, ganz kurz. Ich glaube, du hast da ein kleiner Teil in der Folge fehlt. Ah, die Musik, die hat auf jeden Fall was. Ich muss das erstmal umbauen da, ne? Hier erstmal richtig ist, und dann kann ich das hier starten. So, drauf hüpfen. Zack. Ich wusste was. Oh, ich hätte es gar nicht gesehen, dass ich was drücken muss. Scheiße, ich habe die Taste unten nicht gesehen. Das müsste vielleicht auch ein bisschen deutlicher anzeigen. Das ist da unten. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich glaube, das habe ich nämlich letztes Mal auch schon übersehen gehabt. Warum stehe ich jetzt da unten? Das ist ein bisschen langsam. So. Geld. Geld wächst also doch auf vorher.
Ah, wieder so Deckungspassage. Das müssen wir jetzt doch jetzt mal machen. Oh, Meister Yoda ist da. Jetzt hast du dich treffen. Die Steuerung dabei ist so empfindlich. Dafür muss wirklich genau das Ding treffen. Dass er so eine Kamera auf dem Dings hat. Gut, er ist Filmregisseur, aber ja. Was allgemein jetzt ist der Eck. Zwar ein bisschen unnötig, aber ja gut. Man sollte man sich über unnötige Chance beschweren. Sollte was man wieder mal machen? Das habe ich ja vergessen. Jetzt mal auch übersehen. Jetzt kommt nämlich das Ding da ran, was ich dann durch das runterfallen lassen kann. Genau. Da, 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 da. Okay, ach, da oben ist noch witzig. Tue der eigentlich dadurch? Ja, kann er. Okay. Zack. Oh, muss Yoda jetzt hinterher kriechen? Oder anscheinend kann er das ja auch. Ich wusste gar nicht, dass Yoda als klein zählt. Hat er das früher auch schon getan? Zack. Achso, wieder sowas hier. Jabba Radar, Jabba. Jar Jar Radar, jetzt nehmen wir auch den. Jetzt will ich die Kiste wieder aufbauen, zack. Drei fehlen uns noch. Aber der ist auch wirklich ständig dabei, der Abrams, ne? Ist das Zufall oder haben die Entwickler das vielleicht mit Absicht gemacht? Ich muss keine Verschwörungstheorien entwickeln. Danke. So, stimmt. Gibt zwar jetzt gerade auf die Schnelle keine Pfeile mehr. So. Gut. Die Musik geht sogar weiter in Leiden. Gut, ich war glaube ich irgendwo diese eine Stelle, wo ich nicht verstanden, wie man da hinkommt. Als das Level hier war. Folgen wir erst mal dem Pfeil, weil ich glaube, dass das der nächste ist. 1 von 3, also haben wir das schon. Das kann sogar die Stelle sein, da hinten. Ich habe gesagt, dass wir das jetzt hier mehrmals spielen müssen, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie ich da rüberkommen soll, diese eine Stelle da. Gerade da kann ich auch nicht wechseln. Die Pfeile zeigen wir ansonsten wo Stellen hin, wo ich aber gerade gar nicht hinkomme. Also das ist schon spieltechnisch. Oh! Eins haben wir schon mal. Genau, das ist nämlich das da hinten, weil ich mich gar nicht wieder schaffen soll. Das war irgendwie so ein ganz komischer Spruch. Oh, jetzt kann ich plötzlich steuern. Danke für den guten Rat. Ich hätte auf den Pelz zu behalten. Ja, ja. Die Höhle stürzt ein. Okay, da ist auch noch irgendwo was. Da, 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 da. Jawohl, wir haben 10. Wir haben alle. Perfekt. Ich weiß vielleicht nicht ganz genau, wofür das 9. Minikit war, aber egal, Hauptsache wir haben's.
Aber wie ich das beim letzten Mal ging, dass mich nicht mit dem darüber gehen. Das weiß ich noch ganz genau. Da kam ich da nicht rüber gesprungen. Also da kam ich nicht an das Minikit ran, weil ich nicht steuern konnte zur Seite. Aber egal, wir haben wieder das Level geschafft und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Euch habe eure Zeit und möge die Nacht mit euch sein. Ciao. Die Folge Lego Star Wars Erwachen der Macht ist damit leider vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du in die Mitte klicken. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und möge die Macht mit dir sein.